Problem ist immer, wenn man so Zukunftsszenarien macht, ist über den eigenen Horizont herauszudenken. Und man ist selber einfach immer so stark irgendwie in seinem Vorstellungsmodell gefangen und in seiner Vorstellungswelt gefangen, dass es einem schwerfällt, über den Tellerrand zu blicken. Und von da haben wir systematisch in das Projekt immer so verschiedene Stellschrauben eingedreht, wo wir auch andere versuchen zu involvieren und darüber nochmal zu reflektieren, sind wir auf dem richtigen Weg, was sind die Schwächen der Modelle, die wir entwickeln, was für Entwicklungslinien verpassen wir. Mein Name ist Maren Lübcke, ich arbeite am HIS-Institut für Hochschulentwicklung in Hannover und bin hier als Teil des AHEAD-Teams. Wir haben eine relativ einfache Frage zu beantworten, die aber natürlich total komplex ist, nämlich wie sehen die Hochschulen im Jahre 2035 aus? Das ist deswegen nicht ganz so trivial, weil 2030, 2035 ist im Prinzip für Hochschulen selber nur ein Wimpernschlag, also praktisch keine Veränderung, aber die Technologie entwickelt sich so rasant, dass wir so ein disparate zeitliche Entwicklungslinien haben, die wir versuchen müssen, jetzt in einem kohärenten Modell in Übereinkunft zu bringen. Genau, als erstes bin ich natürlich nicht alleine in diesem Projekt, sondern wir sind natürlich schon ein Expertenteam. Das Projekt wird geleitet von Dominik Ohr vom FIPS-Institut. Dann haben wir noch meinen Kollegen Klaus Wannemacher dabei, dann ist die TU Graz mit an Bord und auch noch das MIT. Also von daher haben wir selber schon eine relativ breite Expertise, aber wichtiger ist fast noch, dass wir ein Advisory Board haben, wo Experten aus, ich glaube, derzeit 6 Nationen dabei sind, Norwegen, Kanada, USA, Großbritannien, Südkorea, und die Niederlande, nämlich alles Nationen, also Industrienationen, die uns in vielen Sachen ähnlich sind, aber doch noch ein bisschen andere Bildungssysteme haben und die quasi uns dann spiegeln können, was vielleicht in Deutschland noch zu erwarten ist und diese vergleichbare Entwicklungslinien für uns aufzeigen. Und dann versuchen wir, aber ich glaube, da kommst du auch gleich noch drauf, an verschiedenen Veranstaltungen Experten aus der Community noch zu unseren Modellen, die wir entwickeln, zu befragen. Weil das Problem ist immer, wenn man so Zukunftsszenarien macht, ist über den eigenen Horizont herauszudenken. Und man ist selber einfach immer so stark irgendwie in seinem Vorstellungsmodell gefangen und in seiner Vorstellungswelt gefangen, dass es einem schwerfällt, über den Tellerrand zu blicken. Und von daher haben wir systematisch in das Projekt immer so verschiedene Stellschrauben eingedreht, wo wir auch andere versuchen zu involvieren und darüber nochmal zu reflektieren, sind wir auf dem richtigen Weg, was sind die Schwächen der Modelle, die wir entwickeln, was für Entwicklungslinien verpassen wir. Also ich glaube, das ist extrem zentral für so Zukunftsprojekte, für so Horizon-Scannings, Foresight-Geschichten, wirklich möglichst viele Leute einzubinden. Ja, wir tasten uns selber auch noch gerade heran an dieses Format. Wir stellen uns sozusagen eine mobilisierte Online-Community vor, die in einem relativ engen Zeitfenster, also von 3 Tagen zum Beispiel, also es soll Ende November stattfinden, gemeinsam diese Idee der Hochschule im Jahr 2030 diskutiert. Über Blogs, über persönliche Einträge, über richtige Diskussionen, über kleine Abstimmungen, über vielleicht so ein bisschen Gamification-Elemente, möglichst viele verschiedene Plattformen auch nutzen, um diese Community zu mobilisieren. Also das Internet, also nicht eine asynchrone Diskussion, die sich über Monate lang hinzieht, aber eine im Internet konzentrierte, eine konzentrierte Aktion, ein Blogfest sozusagen. Also Blog-Einträge sind natürlich auch lieb, Kommentare dazu. Ja, das große Experiment ist also, wie schafft man es, so einen Kristallisationspunkt zu bekommen, ohne den Ort zu haben, der das zentriert. Also eine Konferenz und dann parallel dazu ins Web zu streamen und so, das kennen wir alle schon und wir wollen das sozusagen versuchen, nur online durchzuführen, nur im Internet zu machen.